Womöglich muss sich Rainer Wiedmeier doch noch einmal Gedanken über seine unmittelbare berufliche Zukunft machen. Als Co-Trainer des aktuell fünftbesten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC sitzt der 51-Jährige im Moment zwar genauso fest im Sattel wie sein direkter Vorgesetzter, wie Chefcoach Baldadei. Allerdings verfolgt der Ungar vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag ganz eigene Pläne mit seinem Assistenten. Sein Stellungsspiel ist überragend, er kann uns sicher helfen, hat Dardai bereits vor der Länderspielpause gesagt und Wiedmeier damit natürlich nicht ganz ernst gemeint als potenziellen Kandidaten für die Innenverteidigung ins Spiel gebracht. Eine Fünferkette zu praktizieren, wie sie im Sommer einstudiert worden ist, werde jetzt schwierig, sagte Dardai, aber eine Viererkette sollten wir hinbekommen. Zur Not eben mit Wiedmeier, Zwinker, Zwinker, Fünferkette wird schwer, sagt Trainer Dardai. Nach dem besten Bundesliga-Start der Vereinsgeschichte sind Dardai plötzlich die Abwehrspieler ausgegangen. Jordan Torunariya fehlt weiterhin mit einer Achillessehnenverletzung, gleiches gilt für Niklas Stark, der sich beim 0:0 in Mainz eine Prellung am Fuß zuzog. Karim Rekik hat am Dienstag zwar erstmals nach seiner Oberschenkelverletzung wieder individuell auf dem Schenkendorfplatz trainieren können, eine Rückkehr in die Startelf dürfte den Niederländer aber noch zu früh kommen. Wir müssen testen, wie es für ihn im Training läuft, sagte Dardai, dann werden wir in den nächsten Tagen darüber reden, ob und wann er wieder mitmachen kann. Es war ein bezeichnender Satz für die erste Übungseinheit der Woche, die wenige Gewissheiten brachte und viele Fragezeichen hinterließ. Erst am Donnerstag erwartet Dardai die Gruppenteile in Berlin zurück, die für ihre Nationalmannschaften im Einsatz waren, also Florian Bark, Palko Dardai, U20 Deutschland, Javairo Dilrosun, U21 Niederlande, Arne Meyer, Maximilian Mittelstädt, U21 Deutschland, Valentino Lazzaro, Österreich, Peter Pekarik, Andrej Duda, beide Slowakei, Rune Jahrstein, Norwegen und Matteo Lecky, Australien. Sie sollen in Ruhe ankommen und dann beschäftigten wir uns mit Freiburg, sagte Dardai, bis Sonntag müssen alle scharf sein, damit wir die 3 Punkte hier behalten. Das ist ein dezimiertes Team. Nach der Länderspielpause einen freien Tag mehr hat als die meisten anderen Bundesligisten und erst am Sonntag eingreifen muss, dürfte Dardai bei der Suche nach Ersatz in die Karten spielen. Potenzielle Kandidaten für die Innenverteidigung sind neben Fabian Lustenberger zwei junge Männer, Derek Lukassen, seit Ende August vom PSV Eindhoven ausgeliehen, und Florian Bark aus der eigenen Nachwuchsakademie. Ebischewitsch und Kalou haben sich geschont, für zwei Arrivierte kam die Länderspielpause dagegen gerade recht. Vedat Ibišević und Salomon Kalou waren die einzigen Profis, die zwar trainierten, im Testspiel gegen Babelsberg 0:3 aber ganz bewusst geschont wurden. Ich will ja niemanden beleidigen, aber wenn man ein gewisses Sportleralter erreicht hat, ist weniger manchmal mehr, sagte Dardai grinsend. Und wenn ich es richtig beobachtet habe, laufen die beiden gerade mit ziemlich guter Laune rum, der Plan hat also geklappt.